In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie der Anmeldebereich der DIB MV, der Mitgliederverwaltung des Deutschen Imkerbundes, aussieht. Im Anmeldebereich finden Sie einmal die Benutzerkennung, das Passwort, einen Button, der Anmelden heißt, um diese Eingaben zu bestätigen. Hier im hinteren Bereich haben Sie ein Auge. Wenn Sie auf dieses Auge zweimal klicken, dann sehen Sie das von Ihnen eingegebene Passwort. Oft kommt es gerade bei der Groß- und Kleinschreibung zu Fehlern bei der Eingabe. Aufgrund der Anonymität der Einstellung kann man diese Daten natürlich dann nicht sehen. Durch Klicken auf dieses Auge können Sie dann nochmal Ihr Passwort überprüfen, falls Sie eine Fehlermeldung bekommen. Im unteren Bereich gibt es die Funktion Passwort vergessen. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Es könnte nämlich auch durchaus sein, dass Sie von Ihrem Landesverband eine Benutzerkennung erhalten. Diese Benutzerkennung können Sie dann hier eingeben und dann klicken Sie auf Link senden. Was passiert da? Durch die Eingabe der Benutzerkennung und dem Link senden wird Ihnen eine E-Mail zugesandt, die im System hinterlegt ist zu dieser Benutzerkennung. Und dann können Sie sich damit praktisch anmelden und ein neues Passwort vergeben. Also beide Möglichkeiten sind möglich. Und wenn Sie Ihre Benutzerkennung eingegeben haben und das dazugehörige Passwort, klicken Sie einmal auf Anmelden und schon befinden wir uns in der Mitgliederverwaltung.